Hallo, willkommen zurück zu Resident Evil. Beim letzten Mal haben wir versucht, Jack zu töten. Jack, aka Daddy. Ja, und sind gescheitert. Und soll ich euch mal was sagen? Ich hab's eben gerade noch versucht, ihn zu töten. Und ich habe es auch schon geschafft. Ja, und dann euphorisch habe ich meinen Sieg gefeiert und mich selbst. Und habe dann festgestellt, nachdem ich die Folge beendet habe, oh, hey, du hast ja gar nicht aufgenommen, du Dummkopf. Toll. Ja. Tja, deshalb spiele ich das jetzt selbstverständlich nochmal, ja, um euch zu beweisen, dass das auch wirklich passiert ist. Ja, und ich wette, jetzt wird es aus Prinzip wird es einfach 100 Versuche dauern oder so. Nee, ich hoffe tatsächlich, dass ich jetzt genug Routine habe, dass wir ihn ja vielleicht sogar beim ersten Mal direkt killen oder sowas. Das wäre doch toll, oder? Würde ich mich ultra kompetent fühlen. Und ihr werdet alle sehr beeindruckt von meinem Skill. Ja, so wäre das. Wir versuchen das mal. Du kommst hier nicht raus! Ja, ich weiß. Oh. Munitionsverschwendung, Junge. Das werden wir sehen, du. Uah! Oh Gott, Alter, ich hasse dich. Peng, peng. Schnappen wir uns das hier. Schrotflinte. Das ist nicht groovy. Na, geht so, du. Arsch. Back. Okay. Beruhig dich bitte. Ich hasse dich. Ei. Oh Gott. Mann, du dummes Okay, back. Okay. Wir greifen zur... Angst.
Ja. Aua. Beruhig dich doch, Mann! Ja, genau! Weg hier! Ich würde mich ja gerne heilen! Fuck, Mist, das war doof. Weg. Okay. Aua! Eingefallen und bleib tot. Gut, also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das wirklich beim ersten Mal schaffe. Aber ja, ne? Habe ich ja fantastisch gemacht, muss ich sagen. So, genau. Und weiter habe ich dann auch gar nicht mehr gespielt. Cool. Jetzt können wir das Ding hier nämlich aufsägen. Yay. Schmeiß weg, genau. Okay, ich weiß ja nicht, aber ich finde, diesmal sieht er wirklich ziemlich tot aus. Oder? Ich meine, ich traue diesem Typ alles zu. Vielleicht sehen wir ihn ja nochmal wieder. Wer weiß. Wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ja, von da oben habe ich, glaube ich, als Gold. Ich habe den Hundekopf. Und wir gehen jetzt zurück. Wir gehen jetzt zurück. Ich bin echt froh, dass das jetzt so schnell ging. Wow. Ich bin begeistert. Wow. Applaus an mich selbst. Okay. Auf jeden Fall speichern wir jetzt erstmal.
Speichern, speichern, speichern. Und dann können wir endlich die Tür aufschließen. Na, mit den Hundeköpfen. Endlich. Dafür sind wir ja diesen ganzen Ekel-Scheißweg ja nur gelaufen, ne? Nur für die Tür mit den Hundeköpfen. Und was da auf uns wartet, weiß ich auch noch nicht. Was? Wer? Wo? Oh, ja, stimmt. Creepy Moment. Oma, warum machst du das? Wie sie sich umdreht, ey. Da fehlt nur noch so dieser, dass sich der Kopf um 180 Grad dreht. Guckt euch bitte diesen Blick an. Guckt euch diesen Blick an. Ey, die sieht so böse aus. Ich würde die so gerne abstechen. Echt wahr, ey. Die fetten, die ist der Endboss oder so. Die blöde Kuh. Oder sie ist echt unschuldig. Wenn du unschuldig bist, dann tut mir das total leid, was ich gesagt habe. Aber ich glaube, sie ist nicht unschuldig. Hier ist niemand unschuldig. Erstmal speichern. Erstmal speichern. Bitte. Okay. Ach so, wir haben... Na, hey, wir haben noch 3 Schuss. Das ist doch super. Vielleicht haben wir hier... Moment, wir haben ja auch noch hier Chemikalien. Ha. Aha. Ich denke, wir benutzen das hier mal, um uns einen Heiltrank zu machen. Kann nichts schaden. Hä? Moment. Was habe ich gerade... Oh, jetzt habe ich das Kraut so benutzt, ne? Ich bin auch so blöd. Ich bin so blöd. So, ich wollte das hier machen. Haben wir denn noch eins? Ich hätte ja gerne Munition. Ja, okay, wir haben die starke, flüssige Chemikalie. Die können wir nochmal benutzen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wofür wir die Münze jetzt benutzen können, die man aus der Demo mitgenommen hat. Aber mir wurde angetragen, dass man die irgendwie in die Hand nehmen kann und dann macht der Charakter so ein bisschen Schnickschnack damit oder so. Oder... Aber wie geht denn das? So. Und dann kann man auch nicht machen. Stimmt gar nicht. Zzz. Weiß jemand von euch, was man mit der Münze machen kann? Weil eigentlich sollte man dafür ja einen Bonus oder so bekommen im Spiel. Glaube ich. Die hätte ich ja gerne. Aber naja. Oder vielleicht habe ich ihn ja auch schon. Ich habe keine Ahnung. So, wir packen die jedenfalls mal wieder weg. Und dann würde ich gerne... Genau, die verbesserte Pistolenmunition machen. So. Da fühle ich mich direkt ein bisschen sicherer hier. Mit der alten Oma. Hauptsache, du tust so, als könntest du gar nicht reden und dann fängst du an zu summen. Oh, wie die guckt. Bleib hier. Bleib hier. Ja? Bleib da. Jo. Ist gut. Ist gut. Das ist gar nicht gruselig. Das ist normal. Yeah. Diese Oma, ne? Diese Oma.
Wir sollten dieser Oma definitiv nicht trauen. Aber wenigstens killt sie uns nicht. Das ist ja auch irgendwie nett. Das muss man auch mal anerkennen. So, wir können jetzt aus dem Haus. Was wir natürlich auch total gerne wollen, denn ich bin sicher, im Garten ist es viel besser. Ja, ja, ja. Willst du, oder? Hallo. Gut. Ja. Habe ich Bock drauf. Habe ich echt Bock drauf. Da hinten scheint ein Weg lang zu gehen, ne? Und da ist dieser gemütlich aussehende Wohnwagen. Als wir da auf dem Balkon... Ja. Als wir auf dem Balkon waren, haben wir da ja das Mädel rumlaufen sehen. Die ist bestimmt in dem Wohnwagen. Vielleicht. Könnte ich mir vorstellen. Ich möchte nicht in den Wohnwagen. So viel weiß ich jetzt schon. Aber das bleibt uns wahrscheinlich nicht erspart. Und da hinten ist auch irgendwas glitzeriges, buntes. Keine Ahnung. So, oh, hier ist ein Kraut. Das nehme ich gern. Ah, Schießpulver. Okay. Es ist ganz schön windig anscheinend. Naja, hallo? Hallo? Es sieht gerade so aus, als wäre hier niemand, aber ich weiß, dass das Spiel böse Dinge mit mir vorhat. Ich weiß es. Also hier hat sich auf jeden Fall jemand kreativ ausgetobt, würde ich sagen. Erstmal Stacheldraht. Und dann um den Stacheldraht ein bisschen Lichterkette. Für die Stimmung. Kann man machen, ja. Das sieht ein bisschen aus wie eine Bombe, ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich ist es irgendein Schlossmechanismus, oder? Das wäre jetzt witzig gewesen, wenn es doch explodiert wäre einfach. Okay, also wir brauchen hier jedenfalls irgendwie zwei Dinger. Sehr hübsch. Oh. Oh, 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 okay. Oh, da ist noch ein Tor. Okay. Ich fühle mich sehr sicher. Mir kann nichts passieren. Dieses Tor ist selbstverständlich verschlossen, oder? Natürlich. Natürlich. Okay, wollen wir in den... Ich will da nicht rein. Okay. Okay. Sei bitte verschlossen. Okay. Ich hab mit irgendwas Schrecklichem gerechnet. Ich weiß auch nicht. Hallo. Oh, ich will hier gar nicht rein. Na, hier ist wenigstens Licht an. Das ist... Oh, das ist ja was zum Speichern. Oh Gott. Das finde ich ja gut. Was ist denn das hier? Das sieht ja rätselhaft aus. Boah. Boah. Das ist ja wunderbar. Das ist ja ein toller Raum. Ich denke, das wird mein neuer Lieblingsraum. Was bedeutet das hier? Sind das irgendwelche Belohnungen oder sowas? Was ist das? Steroide erhöhen dauerhaft die maximale Gesundheit. Aber dafür müssen wir da irgendwas reinlegen. Oh, vielleicht können wir hier die Münze benutzen. Könnte das sein? Stabilisierer erhöht dauerhaft die Nachladegeschwindigkeit. Aha.
Weil es sieht ja so ein bisschen so aus, oder? Als würde da eine Münze vielleicht reinpassen. Hm. Hier ist noch eine Waffe. 44 Mag. Viel Rückschlag und hohe Mannstoppwirkung. Okay. Boah, ist das creepy. Oh, eine antike Münze. Aber was sollen die Zahlen? 9? 5, 3. Hä? Vielleicht haben wir die irgendwie freigeschaltet und alle anderen verpasst. Keine Ahnung. Okay. Also hier haben wir wieder einen Videorekorder. Vielleicht finden wir ja noch ein neues Videoband. Oh, das Bild kennen wir. Aus dem Demo-Haus. Für sie ist es zu spät. Ja. Die sind... Tja, besessen oder so. Was haben wir denn hier? Mein Körper fühlt sich immer seltsamer an. Auch ich werde bald wie Mom und Dad sein. Es ist alles ihre Schuld. Sollte ich weglaufen? Nein, unmöglich. Wenn sie das merkt, wäre es aus. Die Frau, mit der sie gekommen ist, Mia, sie weiß etwas. Wenn ich das Serum hätte, könnte ich mich heilen. Ich muss mehr herausfinden. Ah, okay. Ja gut, stimmt. Es ist natürlich auch nicht uninteressant, wem dieser Wohnwagen hier gehört. Ich tippe ja auf Zoe, mit der wir schon telefoniert haben. Ich glaube, das ist die Tochter von den Bakers, aber die ist irgendwie nicht verrückt geworden. Obwohl, es wäre schon komisch, wenn sie dann hier im Garten wohnen würde, ne? Naja, weiß man nicht. Vielleicht treffen wir sie ja sogar noch. Fände ich cool. Okay, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Oh, wow, das ist ja ein richtiger Kühlschrank mit richtigen Nahrungsmitteln. Das kommt jetzt unerwartet. Hm, aber so richtig sauber ist es ja auch nicht. Vielleicht ruft sie uns ja gleich wieder an, wenn wir rausgehen, dann kriege ich wieder einen Mörderschreck. Ein BH. Vielleicht gehört er Zoe? Ja, vielleicht. Fragt sich nur, wo die ist. Ich hoffe, die kommt gleich nicht von irgendwo und zieht mir eine mit der Keule rüber oder so. Oh, eine Waffe. Eine defekte Pistole. Hä? Vielleicht können wir ja auch hier wieder die Sachen austauschen. Hm. Sie ist defekt, aber kann mit einem Reparatursatz wieder einsatzbereit gemacht werden. Ach so, okay. Ein Reparatursatz. Ha! Oh, ach, so ist das gemeint. Jetzt verstehe ich. Oh krass, also das hier kostet 8 Münzen, damit wir die Waffe bekommen. Hätte ich das mal gewusst. Dann hätte ich mit der 3 angefangen. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, es gab wohl schon solche Steroide. In dem ersten Haus, in dem Demo-Haus. Die habe ich leider verpasst, ja, schade. Okay, das ist ja cool. Dann sind die antiken Münzen, die wir hier finden, ja sogar zu was gut. Das finde ich ja extrem cool. Wir haben 6 Stück immerhin schon. Ist ja auch nicht so wenig, ne? Dann nehme ich die doch direkt mal und investiere sie in die Steroide. Dann haben wir ein bisschen mehr Leben anscheinend. Okay, ja cool. Falls euch irgendeine Stelle aufgefallen ist, wo es sowas schon rumlag und ich es übersehen habe oder so, könnt ihr mir ruhig Bescheid sagen. Weil wahrscheinlich werde ich es sonst nicht mehr finden. Außer vielleicht irgendwann mal durch Zufall. So, Steroide stärken die Muskelkraft enorm und erhöhen die maximale Gesundheit. Wirken dauerhaft. Das ist schon ziemlich cool.
Dann benutzen wir das doch mal, oder? Dieser angetackerte Arm, ey. Na gut. So, und wir haben noch 3 Münzen. Das könnten wir jetzt ja... ja, hierfür benutzen. Vielleicht bringt unsere antike Münze... Quatsch, unsere verschmutzte Münze da ja auch irgendwas. Aber ich würde sagen, das bewahren wir jetzt erstmal so auf, bis wir genug haben, um was freizuschalten. Die defekte Pistole packe ich auch erstmal weg. Im Moment bringt die uns ja nichts. Und den Skorpionschlüssel auch. Ich denke mal, der ist wirklich nur dafür da, dass man die Schrotflinte damit bekommt. Wenn nicht, können wir ihn ja auch holen nochmal. Oh, die Pistolenmunition nehme ich, glaube ich, nochmal mit. Kann nichts schaden. Okay, passt so. Und dann können wir hier auch mal speichern. Oh. Ah, ja. Okay. Ja, Video gucken macht gerade, glaube ich, noch nicht viel Sinn. Vielleicht ist da auch was drin. Nee, okay. Aber vielleicht finden wir demnächst ja mal wieder eine. Okay, gehen wir raus. Ja. Zoe. So gutes Timing. So weit geschafft hat. Also was soll ich für dich machen? Hilft mir das, hier rauszukommen? Ja, hör mir genau zu, Ethan. Meine Familie und ich. Unsere Körper sind kontaminiert. Ich kann ihn nicht weg, ehe ich es nicht aus mir rausbekomme. Und das gleiche gilt für mir. Kann man es rausbekommen? Wir brauchen das Serum. Das sollte es, was immer es ist, aus dem Körper kriegen. Wenn es dafür noch nicht zu spät ist. Okay, und wo ist es? Wenn ich das wüsste, wäre ich schon lange weg. Aber ich habe eine Ahnung, dass meine Mutter etwas davon irgendwo im alten Haus aufbewahrt. Also wenn wir es bekommen, kann ich Mia helfen und wir kommen hier weg? Genau. Und ich auch. Das alte Haus ist nah beim Wasser. Kannst es nicht verfehlen. Okay. Ich hoffe, du wirst mit meiner Mutter fertig. Deine Mutter? Pass auf. Die suchen nach dir. Okay. Ja, dann hoffen wir mal, dass wir selber nicht kontaminiert sind, ne? Das wäre ja recht ungünstig. Okay, wir gehen dann wohl mal raus. Boah, ich habe ein bisschen Angst vor der Mutter. Die ist bestimmt böse, dass ich ihren Mann getötet habe. Okay. Dann schätze ich mal, müssen wir da lang. Geh da jetzt einfach lang. Achso, haben wir schon da in der Ecke eigentlich geguckt? Das sieht nämlich ein bisschen so aus, als würde hier irgendwo was rumliegen. Oh, hey! Ein Spaltmittel. Was ist denn ein Spaltmittel? Ich habe gerade gedacht, dass... Hilfe, Geräusche. Das sind nur Geräusche von mir selbst. Oh! Oh! Mann! Okay, aber was ist ein Spaltmittel? kann die flüssige Chemikalie von anderen Objekten trennen, um diese wieder nutzbar zu machen? Oh, interessant. Ich weiß noch nicht, wann wir das benutzen können, aber das brauchen wir bestimmt irgendwann mal. Okay. Dann... gehen wir jetzt da lang. Ich freue mich schon sehr. Hurra. Hurra. Das ist, glaube ich, das Haus vom Video, wo Mia lang gelaufen ist. Och, nee, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, ey, mit diesen komischen Kinderpuppen, die da überall rumhängen.
Nee. Okay. Okay, und da hinten scheint es auch noch irgendwie weiter zu gehen. Alter, das ist doch unnormal. Hat die Frau Langeweile oder was? Was? Okay. Ja, ja, ja. Klicker die Klack, Freunde. Oh Gott. Ich bin nicht sehr begeistert. Nein. Oh, davon schon. Ich hab mich nicht erschreckt. Alles cool. Oh Gott. Oh, die wubbeln da ja immer noch rum. Was ist denn das? Oh, so Tausendfüßler oder so, ne? Tja, Okay, ich würde sagen, diese Stelle ist perfekt, um die Folge zu beenden, denn ich habe gar keine Lust, da jetzt reinzugehen. Was ist denn das jetzt wieder für ein Geräusch? Ja. Ja, genau. Also, wir sehen uns beim nächsten Mal und ich bin schon sehr gespannt, was da auf uns wartet. Bis dann. Ciao, ciao.